Willkommen bei der Algebra 2. Wir haben heute die formalen Abbildungen auf dem Programm. Momentan sind wir noch nicht übertrieben viele, aber einige werden sich das ja auch nachträglich anhören. Gibt es noch zum gestern Fragen, Bemerkungen? Pro Seminar findet meine Gruppen 3 und 4 wie üblich per Zoom statt mit dem Link, den ich euch geschickt habe. Also wir waren bei den formalen Abbildungen. Und wollen dann einen formalen Satz über inverse Funktionen beweisen. Jetzt hoffe ich, dass das mit dem Blau gut zu lesen ist. Das ist ein neuer Stift, der geht auch für sich gut. Wenn das mühsam zu lesen ist, dann wechsle ich auf eine andere Farbe. Also wir haben n in n und wir bezeichnen mit kx, kx1 bis xn, den Ring der formalen Potenzreihen über K, Körper, a priori beliebig, in n Variablen. Und eine formale Abbildung, ja, wir schreiben also, wenn wir da ein f von x haben, dann schreiben wir das die Potenzreihenentwicklung, wie wir das gestern gemacht haben. C Alpha, X Alpha hoch, X hoch Alpha, C Alpha im Körper. Wir könnten auch übrigens Potenzreihen mit Koeffizienten in einem Ring betrachten. Das funktioniert ziemlich ähnlich mit späteren Komplikationen. Hier, das ist ein Ring, aber es ist auch eine K-Algebra. Schreiben wir das da dazu und K-Algebra. Das bedeutet nichts anderes, dass wir eine K-Skalarmultiplikation haben, klarerweise. Wenn wir C mal F, ja, multiplizieren wir alle Koeffizienten. Das ist, sollte euch bekannt sein. Gut, was ist eine formale Abbildung? Ich glaube, ich habe die große F bezeichnet, aber ich werde das jetzt auch klein F schreiben, weil ich das identifiziere von Kn 0. 0 deutet an, dass die Potenzreihe in 0 entwickelt wird, nach k. Formale, das habe ich strichliert gezeichnet. Formale Abbildung. Naja, das ist nichts anderes als f gleich f1 bis fn und die fi, formale Potenzreihen. Wir können hier nicht Werte von k hoch n einsetzen, außer 0. F von 0 ist natürlich in k ist definiert. Das ist einfach der konstante Term. Konstanter Term. Aber andere Auswertungen sind nicht erlaubt, weil wir hier eine unendliche Summe haben. Okay? Wir reden nicht über die Konvergenz momentan. Ja, und wenn wir jetzt beispielsweise eine holomorphe Funktion haben, ist Beispiel, um das irgendwie abzurunden, wenn f von u in cn 0 nach c holomorphe Funktion. Jetzt, ihr habt holomorphe Funktionen nur in einer Variablen in der Vorlesung komplexe Analysis gehabt. Wann ist das holomorph in mehreren Variablen? Naja, wenn es bezüglich aller Variablen komplex differenzierbar ist. Also bezüglich aller xi komplex differenzierbar, per Definition. Wenn wir so eine holomorphe Funktion haben, dann wissen wir, dass sie eine konvergente Potenzreihenentwicklung hat. Ja, und wir erhalten Taylor-Entwicklung in 0, f von x gleich c alpha x hoch alpha. C alpha ist d alpha dx alpha von f an der Stelle 0 mal 1 durch alpha
aktuelle. Na, hier muss man ein bisschen aufpassen. Ja, wir sind über den komplexen Zahlen. Damit erhalten wir, naja, die holomorphen Funktionen von Cn nach C in der Nähe von 0. Ja, diese Schreibweise bedeutet, dass das 0 in U ist. Okay? Damit erhalten wir eine Abbildung, wenn wir alle holomorphen Funktionen nehmen. Ich möchte jetzt den Definitionsbereich nicht spezifizieren, darum schreibe ich nur Cn0. Das sind holomorphe Abbildungen, die in der Nähe von 0 definiert sind, irgendeine Umgebung. Naja, das geht dann in den Ring der formalen Potenz rein. Okay. Das ist eine C-Algebra und das ist also eine Abbildung, die ein C-Algebra, C-Algebra-Homomorphismus ist. C-Algebra-Homomorphismus, also additiv, C-linear und multiplikativ Homomorphismus. Und das ist aber auch injektiv, weil eine holomorphe Funktion durch ihre Potenzreihenentwicklung fixiert ist. Okay. Injektiv muss man ein bisschen aufpassen, weil da muss man die Umgebung U unterschlagen. Ja. Also schreiben wir das nicht hin. C-Algebra-Homomorphismus. Okay. Das wäre so ein Beispiel. Jetzt ist mal meine Maus abgehauen. Einen kleinen Moment. Sorry. Also die Technik hier ist zwar gut, aber immer noch ein bisschen verbesserungsfähig. Gut, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Das funktioniert nicht ganz optimal. Okay. Jetzt haben wir hier diese formalen Abbildungen. Wir können aber auch noch zusätzlich verlangen, dass 0 auf 0 abgebildet wird. Also analog f von kn0. Das werde ich jetzt immer machen wahrscheinlich. Nach kn0 formal. Ja, dann nehmen wir noch zusätzlich an mit f von 0. Gleich 0. Das brauchen wir, um einander einsetzen zu können. Ja? Und wir haben schon definiert, wann das ein Automorphismus ist. Ist formaler Isomorphismus oder Automorphismus, wenn G von Kn0 nach Kn0 existiert. Mit f komponiert mit g gleich die Identität oder gleich x. Das sind jetzt, ist vektorell geschrieben und g komponiert mit f gleich id gleich x. Okay, und wir halten also die Gruppe out formal von kn0. Und was ich gestern am Schluss der Vorlesung noch erwähnt habe, ist, dass man das zurückspielen kann auf die K-Algebra-Homomorphismen. Also Erinnerung, Kx ist versehen mit der m-adischen Topologie, gegeben durch die Umgebungsbasis x hoch k von 0. Und die Umgebungsbasen von anderen Elementen erhalten wir durch Translation. Naja, und dann können wir auch stetige K-Algebren-Homomorphismen betrachten. Naja,
schreiben wir vielleicht Alpha von Kx nach Kx ist stetig. Jetzt sehen wir, wir haben topologische Begriffe, wir haben den Begriff der Umgebungsbasis, wir haben den Begriff der Stetigkeit, den Begriff der Topologie. Jetzt hier, das werden wir auch im Proseminar machen, das ist nicht sehr schwer zu sehen, das ist stetig, für jede Umgebung muss es eine Umgebung geben, die da hinein abgebildet wird. Das genügt, dass hier auf, wir nehmen hier einen K-Algebren-Homomorphismus. Ist stetig, wenn Alpha von xi, Alpha von xi sind Potenzreihen, wenn das in diesem Ideal x1 bis xn ist, also ohne konstanten Term. Das ist jetzt das, was ich euch hier ein bisschen illustrieren möchte, dass man eben in diesem Kontext von Algebren, Potenzreihen, formalen Potenzreihen, topologische Begriffe rein algebraisch ausdrücken kann. Ja, das Alpha xi ist eine Potenzreihe da drin, die darf keinen konstanten Term haben. Und das ist äquivalent dazu, dass Alpha von diesem Ideal m hoch k in m hoch k ist. Okay. Und der Satz, den ich gestern noch erwähnt habe, den ich aber nicht beweisen werde, ist, dass die stetigen, ich habe das jetzt vielleicht so, C, K, Alk, Hom von Kx, das sind die stetigen K-Algebren-Homomorphismen von dieser K-Algebra, ist isomorph zu den formalen Automorphismen von Kn0. Wer ein bisschen ehrgeiziger ist und wen das interessiert, das ist nicht allzu schwer zu beweisen. Ja? Es macht jetzt keinen Sinn, das hier zu beweisen, weil wir das jetzt nicht wirklich brauchen, aber das ist nicht so schwer. Ohne Beweis. Ich möchte nämlich in eine andere Richtung gehen. Ich möchte lieber den Satz für inverse Funktionen für diese formalen Abbildungen beweisen. Jetzt wäre es vielleicht günstig, wenn ich hier löschen würde. Ihr seht, das ist jetzt diese Konstruktionen, die wir hier durchführen und Überlegungen, das ist ein bisschen neuartig, weil eben jetzt die Algebra schon viel subtiler verwendet wird. Gut, ich hoffe, ihr habt euch den Satz über inverse Funktionen angeschaut. Ich schreibe das jetzt. Satz über inverse Funktionen formaler Fall. Wir nehmen f gleich f1 bis fn von kn bei 0, kn0, formale Abbildung. Und wenn das stört, dass das über einen beliebigen Körper ist und formal, da könnt ihr auch denken, dass wir hier die reellen Zahlen haben, r hoch n. Wir sind in einer Umgebung von 0, haben wir eine differenzierbare Abbildung definiert. Okay?
Und wir wollen feststellen, wann das invertierbar ist, ein Automorphismus. Also hier, ich wiederhole, Fi von 0 gleich 0 bedeutet diese Notation hier. Gut, jetzt brauchen wir die Bedingungen über die Funktionalmatrix. Aber ableiten können wir natürlich. Annahme. Ja, das sind formale Potenzreihen, das leiten wir ab. Df an der Stelle 0. Das steht also für Di Fj. Di ist die ite partielle Ableitung bezüglich xi. Diese Matrix über Ij an der Stelle 0. Das ist jetzt eine Matrix mit Eitrigen in K, eine quadratische Matrix. Und die Annahme ist, dass das in GLNK invertierbar ist. Na, vielleicht ein Wort zu dieser Funktionalmatrix. Das ist die Auswertung der Jacobi-Matrix in 0. Ja. Die können wir auch direkt an der Potenzreihenentwicklung der Fi ablesen. Naja, was bleibt hier übrig? Wenn wir so ein Fi oder ein Fj ableiten, nach der Ithen-Variable 0 einsetzen, dann sehen wir, dass nur die linearen Bestandteile von F1 bis Fn überhaupt relevant sind. Das heißt, was hier steht, diese Matrix ist die Matrix der Koeffizienten der linearen Bestandteile von F1 bis Fn. Schreiben wir dazu zu. Df0 entspricht Koeffizienten der linearen Bestandteile der Fi. Das heißt, liegt auf der Hand, da muss man nicht ableiten, sondern das kann man einfach ablesen. Ja, und wenn das der Fall ist, dann gilt, dann ist F formaler Automorphismus. Da gibt es noch die Formel für die Jacobi-Matrix der Umkehrabbildung, aber das brauchen wir jetzt hier nicht. Geht es mit dem Lesen halbwegs? Ihr meldet euch, wenn ihr Probleme habt. Also es existiert, ich schreibe nochmal hin, es existiert ein G von Kn 0 nach Kn 0 formal mit F komponiert mit G gleich G komponiert mit F gleich die Identität. Okay. Das ist der eine Satz. Ich hoffe, ihr erinnert euch an dieses Statement. Ich weiß nicht, bei wem ihr die Analysis gehört habt und wie das damals formuliert wurde, aber das ist die kompakteste Version. Allerdings jetzt nur für formale Abbildungen. Dann haben wir den Satz über implizite Funktionen. Formaler Fall. Jetzt hier vielleicht noch eine Bemerkung. Wenn man das zum Beispiel für holomorphe Funktionen beweisen möchte, den Satz über inverse Funktionen, ja, dann nimmt man zuerst, dann sind das die F1 bis Fn, dann hat der Körper ist C, die F1 bis Fn sind konvergente Potenzreihen, ja, das ist äquivalent zu holomorph in der Nähe von 0. Und hier bekommt man schon einmal einen Kandidaten für die Umkehrbildung, das G besteht dann auch aus konvergenten Potenzreihen, aus formalen Potenzreihen nach diesem Satz. Und um den Satz für holomorphe Funktionen zu beweisen, muss man dann nur noch zeigen, dass die GI konvergent sind. Okay? Und das braucht dann natürlich Methoden der Analysis. Gut, jetzt haben wir ein bisschen andere Situation beim Satz über implizite Funktionen. F gleich F1, jetzt haben wir Fm. Und wir gehen von Kn plus m 0. Ich zentriere. Wie oft werde ich das Strichlierte noch vergessen? Wir gehen nach Km 0. Formale Abbildung. Also hier hätten wir jetzt Variablen x und y. Ja,
jeweils x1 bis xn und y1 bis ym. Okay? X1 bis xn und das ist y1 bis ym. Okay? Gut, was ist die Voraussetzung? Annahme. Naja, wenn wir das f nach y ableiten, dyf, ja, das ist also dyifj, ij, ausgewertet in 0. Naja, es gibt gleich viele y-Variablen wie Komponenten von f. Dann können wir also annehmen oder voraussetzen, dass das in GLMK ist. Invertierbar. Und dann ist die Aussage, dass man f xy gleich 0 lösen kann nach y. Dann existiert eindeutige formale Abbildung. Wie will ich die bezeichnen? G gleich G1 bis Gm. Wieder Achtung, jetzt sind wir in Kn0. Ich muss aufpassen, die N und die Ms gut auseinanderzuhalten. Es geht nach Km0 mit, ich hoffe, ihr könnt hier noch lesen, mit, ja, wenn wir f von x und wenn wir das y durch g von x ersetzen, dann ist das identisch 0. Habt ihr das in Erinnerung, diese Aussage? Ich muss da ein bisschen löschen, damit das nicht so... Das ist der Satz über implizite Funktionen. Ja, wir können die Gleichung fxy gleich 0 können wir lösen nach y als Funktion von x, und zwar eindeutig. Wobei wir jetzt das immer wichtig ist, das sind lokale Aussagen im Sinne, dass wir den Nullpunkt hier fixieren. Man könnte das natürlich einen beliebigen anderen Punkt auch machen, dann ist nur die Notation etwas komplizierter. Okay. Jetzt gibt man vielleicht ein bisschen ein Feedback, ob euch das vertraut vorkommt, diese beiden Sätze. Habt ihr das noch in etwa, also ihr habt das im differenzierbaren Kontext gesehen, habt ihr das noch in etwa in Erinnerung? Ihr könnt es auch im Chat schreiben, dann schaue ich dort vielleicht nach. Eine Sache, die ich jetzt aber auch noch wissen möchte von euch, habt ihr, ich schaue mal, ob irgendjemand da im Chat, da ist noch nicht sehr viel geschrieben, wurde bewiesen in eurer Analysisvorlesung, dass die beiden Sätze zueinander äquivalent sind. Das heißt, dass man den Satz über implizite Funktionen aus dem Satz über inverse Funktionen bekommt und umgekehrt. Wurde das gezeigt? Das ist eigentlich eine Standardaussage in der Analysis, dass die beiden Sätze äquivalent sind. Das Interessante ist, dass der Beweis der Äquivalenz überhaupt nichts von Analysis verwendet, sondern rein Algebra ist. Und den werde ich jetzt vorführen. Naja, also das Chat ist noch sehr mager, was ihr da antwortet. Ihr müsst euch schon ein bisschen vorstellen, dass das als Vortragender nicht ganz so einfach ist, da immer in den leeren Raum zu sprechen, wenn man gar keine Rückmeldungen hat, aber ich werde damit leben müssen. Also, Äquivalenz der beiden Sätze. Und nachher
werden wir den Satz über inverse Funktionen auch beweisen. Okay, im formalen Fall. Ja, die Äquivalenz ist erstaunlich einfach. Machen wir mal in die Richtung. INFT. Ja, das ist schlecht. Machen wir so invers. Impliziert, implizit. Ich darf das hier ein bisschen notationell abkürzen. Ja, wir starten mit diesem F hier. F, und ich schreibe das jetzt immer als Vektoren, um anzudeuten, wie viele Komponenten wir haben. Und wir wollen das lösen hier. Wir wollen das G finden. Jetzt hast du wieder meine Maus durch die Gegend. Es tut mir leid, das ist ein bisschen unscharf. Ich weiß nicht, wieso das nicht ganz optimal ist. Vielleicht tue ich nach der Pause doch den Stift wechseln. Ja, wir wollen jetzt dieses G finden und dazu Sätze. F Schlange von x, naja, das sind f gleich f von y. F Schlange, wir nehmen die x1 bis xn und wir setzen dann f1 von y bis fm von y ein. Ja, das ist jetzt formal, das geht von k n plus m 0 nach k n plus m 0. Wir haben nichts anderes gemacht, als vor dem f noch die n-Variablen x1 bis xn einzufügen. Jetzt ist aber klar, dass das erfüllt die Voraussetzung des Satzes über inverse Funktionen. Ja? D f Schlange 0 ist in GLN plus MK. Naja, das ist nicht so schwer zu sehen. Wenn wir nach x1 bis xn ableiten, dann erhalten wir, Entschuldigung, hier steht ein x-Gleichzeichen natürlich, sorry, f Schlange ist gleich, so gesetzt. Bitte das hier korrigieren. Ja? Gut, das ist invertierbar, weil die Ableitung von f Schlange nach x1 bis xn ist die Einheitsmatrix. Und die Ableitung nach y, 1 bis ym, ist gerade die Matrix, die hier unten steht, die invertierbar ist. Jetzt haben wir, diese Matrix ist also dann Blockdiagonalmatrix mit zwei invertierbaren Matrizen in der Hauptdiagonalen, also ist das invertierbar. Einfache Rechnung, also können wir das Inverse finden mit inverser formaler Abbildung, G Schlange, und nachdem das F vorne x1 bis xn hat, schaut das auch aus x1 bis xn, und dann haben wir G1 Schlange, Achtung, das ist jetzt von x und y bis gm von x und y. Sätze. G von Y, ja, das Ganze ist ein G-Schlange. Wir müssen hier nur Y gleich 0 setzen, X und 0, und erhalte F Da habe ich jetzt einen kleinen notationellen Fehler gemacht. Das hängt von x und y ab. Ah, das ist schlecht. Hier bitte einfügen und hier kommt überall noch ein x natürlich herein. Könnt ihr das noch sehen? Ja, und dann gilt, dass f von x, g von y identisch 0. Das ist jetzt nicht bis zum letzten Detail diese
Da bin ich, ja. Hier am Ende gehört da nicht g von x, ist g Schlange von x0. Richtig, danke. Ich bin mit meinen x und y jetzt schon ein bisschen auf Kriegsfuß. Das ist natürlich ein g von x. Danke. Ich muss es drüber schreiben, weil man das sonst verschwimmt. Das ist auch, also das sind ganz einfache Nachprüfungen. Ja, wenn ihr das nacharbeitet, das solltet ihr in 2 Minuten haben. Da steht überhaupt nichts dahinter. Ja, und wir haben nur herummanipuliert. Und die Rückrichtung implizit folgt invers. Das geht ähnlich, ich gebe es euch wieder an. Jetzt starten mit f gleich f1 bis fn, f von x. Ja, hier haben wir jetzt nur eine x-Variable. Der Trick ist natürlich immer, wie wir setzen. Sätze, jetzt nehmen wir eine f-Schlange von xy und das nehmen wir einfach. Das passt mir jetzt nicht ganz. Ja, ich muss da ein bisschen was spezifizieren. Wir haben jetzt nur die x. Ich muss auch sagen, was die y sind und was m ist. Wir nehmen hier f von y minus x, vektoriell geschrieben. Und y hat gleich viele Komponenten jetzt wie x. Dann ist das wohl definiert. Mit impliziter Lösung. Ja, die nennen wir f Schlange von x, g von x gleich 0. Das liegt wieder daran, dass wir den Satz über implizite Funktionen anwenden können, weil die Annahme erfüllt ist. Annahme erfüllt. Ja, wenn man hier ableitet, kriegt man wieder so eine Diagonalmatrix mit invertierbaren Matrizen. Also eine Blockdiagonalmatrix. Und das heißt aber, naja, dass wenn wir hier einsetzen, dass f komponiert mit g grad x ist. Also f komponiert mit g von x gleich x und g gleich f invers. Okay, das ist sogar noch einfacher. Ich hoffe, das gibt euch ein bisschen ein Gefühl, wie man hier argumentiert. Nochmal Frage an euch, habt ihr diese Äquivalenz schon einmal gesehen? Oder wurde die nur erwähnt? Oder wollt ihr dazu nichts sagen? Oder ihr erinnert euch überhaupt nicht mehr, dass ihr diese Sätze gemacht habt? Also ich könnte mich nicht erinnern an die Äquivalenz, aber das muss nichts heißen. Wir könnten sie durchaus gemacht oder erwähnt. Ja, ja, okay, danke. Ja, aber ihr seht, das ist schon wichtig auch zu wissen, dass die beiden Sätze eigentlich äquivalent sind, weil man natürlich dann immer zwischen den beiden hin und her spielen kann. Okay, gibt es sonst noch Rückmeldungen dazu? Ich finde das sehr elegant, weil diese Sätze sind ja die schwierigeren Sätze in der Analysis. Und hier breitet sich das eigentlich recht schön aus. Wir müssen also jetzt nur noch einen der beiden Sätze beweisen und wir beweisen einen Satz über inverse Funktionen. Kann ich hier schon löschen? Jetzt kann man natürlich der Algebra vorwerfen, dass sie nichts anderes macht als Buchstaben hin und her schieben. Das stimmt auch ein bisschen, aber man muss es richtig machen. Und das ist durchaus tricky. Das ist nicht so, dass das automatisch ist. Und wir trainieren das eben. Ihr seht das ja bei vielen Übungsaufgaben, dass ihr jetzt schon viel mehr Übung habt, wie ihr damit hantiert.
Gut, Beweis. Jetzt, auch hier werde ich nicht alle Details und alle Kleinigkeiten nachprüfen. Ich werde euch aber die wesentlichen Konstruktionen angeben und dann sollte es leicht sein, den Rest aufzufüllen. Ich mache fast alles eigentlich. Und wir machen den Satz über inverse Funktionen. Und der Beweis geht eigentlich mit dem Newton-Algorithmus. Er hat verschiedene Namen. Wir konstruieren die Umkehrabelung G iterativ. Und das geht wie folgt. Ja, sei also, ich schreibe das jetzt gleich als formale Potenz rein, f von 0 gleich 0, df an der Stelle 0 in GLNK. Das ist die Voraussetzung. Naja, das f definiert eine Abbildung von k hoch n nach k hoch n. Die können wir natürlich mit einer linearen Abbildung, mit einem linearen Isomorphismus komponieren, dann ändert sich die Aussage nicht. Nach Komposition von f mit linearem Automorphismus. Ja, ein Lineare ist einfach eine lineare Matrix von Kn nach Kn, also Multiplikation mit einer konstanten Matrix, können wir annehmen, ja, diese, wenn wir gerade den linearen Automorphismus nehmen, der durch die Inverse von dieser Funktionalmatrix ausgewertet in den Null nehmen, dann machen wir diese Funktionalmatrix zur Einheitsmatrix. OBDA DF0 ist die Einheitsmatrix. Okay. Das ist der erste Schritt. Das ist nur notationelle Vereinfachung, aber das hilft sehr. Dann können wir nämlich das jetzt unsere Potenzreihenentwicklung hinschreiben. Das ist jetzt immer alles vektoriell, aber dann ist es am kompaktesten. F von x, das wäre also f1 bis fn von x1 bis xn und so weiter. Naja, es gibt keinen konstanten Term. Der lineare Teil, nachdem die Funktionalmatrix die Einheitsmatrix ist, haben wir hier einfach gerade x als Vektor geschrieben, x1 bis xn. Plus, will ich da schreiben, h von x mit, naja, h sind die quadratischen Terme, also ist das in x und höhere, mindestens in x² mal kx hoch n. Ja, also das h ist ein Vektor h1 bis hn und die Ordnung in 0 von h ist größer gleich 2. Das sagt das, was hier oben steht. Einverstanden? Das steht aber mal schon ganz kompakt her. Da. Und wir konstruieren g folgendermaßen, definiere eine Folge, die will ich glaube ich nennen, g oben k, k in n, gk in ebenfalls x, k x hoch n, wieder einen Vektor, darum schreibe ich jetzt die den Index der Folge oben, weil die Indizes unten waren ja die Komponenten. Wie folgt? Und wenn ihr genau hinschaut, ist das genau das Newton-Verfahren. Das g0 von x ist einfach die Identität, also gleich x, der Vektor x1 bis xn. Das g1 von x ist x minus h von x. H ist dieser höhere Bestandteil der Taylor-Entwicklung. G2 von x ist
x minus h von x minus h von x. Wir setzen ein, und das dürfen wir, weil keine konstanten Terme mehr auftauchen. Und das ist nichts anderes, als nachdem hier das g1 steht, ist das x minus h von g1 von x. Okay. So setzen wir fort. Ihr seht, das ist nur Schreibarbeit. Das gk plus 1 von x ist definiert als x minus h von gk, vom vorhergehenden. Und ich behaupte, dass der Limes der gks schon unser g ist. Dann existiert Limes gk, k gegen unendlich, in aufpassen. Ich muss da immer das vornehmen, weil wir keine konstanten Terme haben. In k x hoch n. Und den nenne ich g. Und g ist gleich f hoch minus 1. Also ich finde das ziemlich cool eigentlich, weil man innerhalb von 7 Zeilen das Inverse definiert hat. Ja, und das sind rein algebraische Formeln. Jetzt ein bisschen was muss man schon noch beweisen, nämlich diese Konvergenz hier. Ja, was heißt Konvergenz? Konvergenz bedeutet nichts anderes, Achtung, das haben wir gestern gemacht, dass die Koeffizienten dieser GKs ja, stationär werden. Das also, wenn wir GK plus 1 minus GK nehmen, dass die Ordnung von gk plus 1 minus gk gegen unendlich geht. Ja. Also zu zeigen, die Ordnung von gk plus 1 in 0, und zwar, das meine ich jetzt komponentenweise, minus gk geht gegen unendlich, und die Ordnung von f komponiert mit gk in 0, minus x, das will ich gerade hier, geht auch gegen unendlich, für k gegen unendlich. Das ist aufgrund der Topologie hier, ja, das ist noch einmal nach Definition der Topologie auf Kx. Und ich wiederhole, wenn ich hier die Ordnung schreibe, dann meine ich, dass das in jeder Komponente passiert. Die GK sind ja Vektoren. Okay? Na, das ist aber jetzt ganz billig zu zeigen und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt kann ich hier herüben löschen. Ich mache das jetzt nur teilweise, diese Beweise. Nehmen wir etwa das her. Ja, wie schaut das aus? Erinnerung, die Ordnung von H, also aller Komponenten von H, ist mindestens 2. Aber, das G, K plus 1 minus GK, da müssen wir nur einsetzen, das ist das, naja, das ist x minus hgk minus x minus h von gk minus 1. Das x kürzt sich raus, also bleiben wir
Wir stehen mit h minus h von gk, ich schreibe das als Komposition, plus h komponiert mit gk minus 1. Jetzt können wir das schreiben, wir können die Taylor-Entwicklung verwenden. Und zwar, ich schreibe da jetzt wieder für die Ableitung nach den x1 bis xn schreibe ich ein del h von gk von x mal gk, ich schreibe jetzt x hinein, minus gk minus 1 von x. Ihr werdet gleich sehen, warum das plus höhere Terme. Wir entwickeln das also an diesem Punkt gkx. Okay. Höhere Terme in dieser Differenz, in gk minus gk minus 1. Naja, jetzt sind wir aber schon fertig. Behauptung, also per Induktion, wir nehmen an, dass die Ordnung in 0 von gk minus 1 Größe gleich bom, bom, bom. Größe gleich, ich will da glaube ich k minus 1 nehmen. Ja. Das ist unsere Induktionsannahme. Und wir zeigen, dass dann auch die Ordnung hier größer gleich k ist. Naja, aber das steht jetzt schon hier. Das hier hat Ordnung größer gleich k minus 1. Und h hat Ordnung größer gleich 2. Wenn wir das ableiten, erhalten wir hier Ordnung größer gleich 1, weil die Ordnung um 1 runtergeht. Dann die Ordnung in 0, Ordnung der Taylor-Entwicklung von gk plus 1 minus gk. Naja, hier haben wir eine Multiplikation, das sind Vektoren und Matrizen, das ist uns egal, das funktioniert genauso. Dann haben wir hier, ist dann größer gleich die Ordnung in 0 von h minus 1. Ja, da habe ich jetzt einen kleinen Hacker drinnen, mal plus k minus 1, das ist aber größer gleich 1, also ist das gleich k. Fertig. Ja? War nur eine Betrachtung der Ordnung und analog. Genauso einfach zeigt man, dass die Ordnung in 0 von f komponiert mit gk minus x ist auch größer gleich k. Und damit ist man fertig. Ja. Ich hoffe, das überzeugt euch ein bisschen. Ja. Das Problem ist natürlich noch einmal, sich diese Topologie zu vergegenwärtigen. Ja. Das müsst ihr euch genauer anschauen, aber der Beweis ist natürlich versteckt, ist da schon ein Grenzübergang drinnen, aber nachdem man nur die Ordnungen der Potenzreihen bzw. der Komponenten der Vektoren anschauen muss, geht das sehr billig. Okay? Gut, dann machen wir hier jetzt Pause und setzen in 5 Minuten wieder fort.
Okay, zum Satz über inverse Funktionen noch eine Bemerkung zu einer berühmten Vermutung. Bemerkung, wir könnten jetzt der einfachste Fall von formalen Abbildungen sind nämlich Polynome. F von Cn, wir nehmen jetzt Cn, nach Cn polynomial, also f gleich f1 bis fn in Polynomring in x1 bis xn hoch n. Wir nehmen jetzt eine polynomiale Abbildung, das ist vielleicht das Interessanteste, mit df an der Stelle 0 invertierbar, gln c. Ja, dann wissen wir mit dem Satz über formale Funktionen existiert g gleich f hoch minus 1 formales Inverses von f. Aber dieses g ist nicht notwendigerweise polynomial. Aber g im Allgemeinen nicht mehr polynomial. Einfaches Beispiel, n gleich 1 und f von x gleich x plus x Quadrat. Okay. Jetzt kann man sich fragen, gibt es ein Kriterium, wann das Inverse polynomial ist? Und eine notwendige Bedingung ist, dass nicht nur die Funktionalmatrix in 0 invertierbar ist, sondern überhaupt in allen Punkten. Ja. Also ist g gleich f hoch minus 1 polynomial, dann, das ist einfach zu sehen mit der Kettenregel, dann ist df von a in gln k für alle a in c hoch n. Und sogar kann man annehmen, dass die Determinante konstant ist. Sogar det df gleich c in c Stern konstant. Ja, ich schreibe jetzt keine Variable mehr hinein, weil sie nicht mehr von x abhängt. Okay. Das ist also mal sich erfüllt und die Jacobi-Vermutung. Und die stammt nicht von Jacobi, sondern von Keller. 1939 besagt die Umkehrung. F von Cn nach Cn polynomial. Det von der Funktionalmatrix df kann man gleich 1 annehmen, konstant. Dann folgt, und das ist Fragezeichen, g gleich f hoch minus 1 ist polynomial. Okay? Das ist die Jacobi-Vermutung, die jetzt dann schon bald ihre 100 Jahre erreicht. Für n gleich 1 ist das trivial. N gleich 1, richtig, ja, klar. Und für n größer gleich 2 ist das ungelöst. Das ist ungelöst und mit vielleicht 100, mal mehr, Hunderten von falschen Beweisen, auch von teilweise von sehr berühmten Leuten. Ja, jedes Jahr tauchen im Internet Beweise auf von der Jacobi-Vermutung, aber kein Beweis war bis jetzt vollständig oder richtig. Und es hat auch noch kein Gegenbeispiel
gegeben, also ist das noch offen. Das ist beinhart. Also versucht nicht, das zu beweisen. Das ist wirklich extrem schwer. Und es gibt eigentlich nicht wirklich viel Theorie, wie man das knacken könnte. Wer sich da interessiert, es gibt im Bulletin der American Mathematical Society gibt es einen Artikel, einen Übersichtsartikel, der sehr verständlich ist. Das nennt sich, das sind die Autoren Beth Connell, ich glaube mit 2 L and Wright. Ich hoffe, ich schreibe sie richtig, aber ihr findet das. Die zitieren ein bisschen den Ist-Zustand, was man darüber weiß. Okay. Also man sieht, das formale Satz über inverse Funktionen ist relativ einfach zu beweisen, während der Polynomiale mit dieser Zusatzbedingung ungelöst ist. Okay, das war die erste Anwendung oder die erste Relevanz, erstes Beispiel, wo Algebra in der Analysis auftaucht. Als nächstes möchte ich ein bisschen was über algebraische und transzendente Funktionen sagen. Das führt jetzt sukzessive in die Galois-Theorie, aber die Galois-Theorie auf etwas interessanteren Körpern. Okay, ja, ich meine, gut. Also die Beispiele, ich werde das gleich definieren, was ich mit algebraisch meine, aber Polynome rationale Funktionen und Wurzeln aus Polynomen sind algebraisch. Während die Exponentialfunktion oder der Logarithmus von 1 plus x oder n faktorielle x hoch n von 0 bis unendlich transzendent sind. Okay. Das ist also jetzt der Übergang von transzendenten Zahlen oder von algebraischen Zahlen über Q zu algebraischen und transzendenten Funktionen. Und das ist ein riesiges Gebiet und ich werde das jetzt wieder nur für Potenzreihen machen, weil das einfacher ist. Also Definition. F von x in k beliebiger Körper x1 bis xn. Formale Potenzreihe heißt algebraische Potenzreihe. Naja, ähnliche Definition wie schon gehabt. F ist algebraisches Element über ja, entweder den Polynomring oder dem Körper der rationalen Funktionen. Und das bedeutet, es existiert ein P xy in zwei Variablen, in n plus 1 Variablen. Y1 ist eine Variable, in k xy ein Polynom, p natürlich nicht identisch 0, mit p von x. Ich möchte das H nennen. H lässt sich noch halbwegs korrigieren. Mit P von X, H von X, identisch 0. Ja, Achtung, die Koeffizienten dieses Polynoms sind jetzt selbst Polynome. Wir haben ein Polynom in H,
mit Koeffizienten in x. Also schreiben wir das hin. AD von x, HD plus HD minus 1, AD minus 1 von x, HD minus 1 von x, plus A1 von x, H von x, plus A0 von x, ist identisch 0. Mit AI entweder Polynome oder rationale Funktionen, das ist dann egal, weil wir immer mit dem Nenner multiplizieren können. Okay. Das P ist natürlich nicht eindeutig, aber wenn wir P von minimalem Grad nehmen, dann ist es eindeutig. Wenn man also P von minimalem Grad und normiert. Ja, normiert kann man es dann machen, wenn wir über den rationalen Funktionen arbeiten, dann können wir durch das ADX dividieren. P von minimalem Grad und normiert ist eindeutig. Und irreduzibel. Als Polynom in n plus 1 Variablen. Und heißt, das Minimalpolynom von H über diesem Körper. Es ist angenehmer, über diesem Körper zu arbeiten, anstatt über dem Ring. Ja, Beispiele. Neben den Polynomen schreiben wir einfach hin, die Wurzel aus 1 plus 4x etwa, oder die dritte Wurzel aus 1 minus x Quadrat minus x der dritten. In einer Variablen. Der 1er, den brauche ich, damit ich auch eine Potenzreihe habe. Die Wurzel aus x ist nicht zugelassen. Das ist keine Potenzreihe. Während die hier schon Potenzreihen sind, und zwar hier zum Beispiel, ich hoffe, man kann das noch lesen, da nimmt man einfach die Binomialentwicklung, das ist 4x hoch k mal 1/2 über k, Binomialkoeffizient. Von k gleich 0 bis unendlich. Kann man das lesen noch halbwegs? Ich wiederhole, die Wurzel, die Quadratwurzel aus 1 plus 4x ist die Summe von k gleich 0 bis unendlich, Binomialkoeffizient 1/2 über k, der ist definiert, mal 4x hoch k. Das ist eine formale Potenzreihe. Ja. Wir nehmen... Man könnte jetzt auch natürlich solche Funktionen betrachten, die sind auch noch algebraisch, aber dann wird es nur ein bisschen komplizierter und das möchte ich hier nicht machen. Wir beschränken uns auf algebraische Potenzreihen ein. Okay. Und jetzt können wir das, was wir über algebraische Körperweiterungen gelernt haben, versuchen hier anzuwenden. Ja, also klarerweise sind die Wurzelfunktionen interessante differenzierbare oder holomorphe Funktionen. Ein weiteres Beispiel. Ja, das haben wir da vielleicht erstens hin. Zweitens, wenn f
von Kn nach Kn polynomial ist, df0 invertierbar, ja, f von 0 gleich 0. Wir sind in der Situation des Satzes über inverse Funktionen, g gleich f hoch minus 1. Das Inverse, das ist dann in kx zur Potenzreihe, das haben wir gerade gesehen. Dann ist das, sind die Komponenten von g, g ist gleich g1 bis gn. Dann kann man zeigen, alle gi bereits algebraische Potenzreihen. Sie sind also nicht beliebig, sondern sie sind, jede dieser Komponenten erfüllt eine polynomiale Gleichung. Okay? Das ist natürlich eine, für Rechnen am Computer ist das eine ideale Information, weil man dann mit dem Minimalpolynom arbeiten kann. Ja? Drittens, wenn wir algebraische Potenzreihen addieren und multiplizieren, dann bleiben sie wieder algebraisch. Summen und Produkte sind wieder algebraische Potenzreihen. Also ist, man bezeichnet das mit Spitzenklammern, die Menge der H in Kx H algebraisch, das ist eine K-Algebra. Also bezüglich Addition, Multiplikation und K, Skalarmultiplikation abgeschlossen. Okay. Das ist nicht allzu schwer zu beweisen, geht mit rein algebraischen Methoden. Das Minimalpolynom zu finden, das ist etwas schwierig. Ja? Das ist lästig, aber es ist leider so, wenn man, wenn P und Q die Minimalpolynome von H und G sind, wenn man dann das Minimalpolynom von H plus G finden will, ja, das ist ein bisschen aufwendig, da braucht man die Resultante. Das ist aber schon bei algebraischen Zahlen so, das habt ihr vielleicht in der Zahlentheorie gesehen, dass die Summe und Produkte relativ komplizierte Minimalpolynome haben. Jetzt noch ein witziges Beispiel. Wir nehmen, vielleicht nenne ich das klein k, eine rationale Funktion in zwei Variablen, k, x, y, das sind rationale Funktionen, und ich nehme aber auch an, dass es Potenzreihe ist. Also das ist nichts anderes als a von xy Quotient von zwei Polynomen. Und damit das wirklich eine Potenzreihe liefert, braucht man b von 0, 0 ungleich 0. Braucht man einen konstanten Term. Okay. Jetzt schreiben wir, ja, k ist gerade vielleicht schlecht. Ich will das, glaube ich, anders nennen. Nennen wir es groß H. Ja, dann können wir das entwickeln. Das ist eine Potenzreihe in zwei Variablen. Ja, zwei Variablen. Dann schreiben wir das als C, I, J, X hoch I, Y hoch J, I, J größer gleich 0 in K, X, Y. Und jetzt definieren wir ein Objekt, das ein bisschen merkwürdig ist, und zwar die Diagonale von H. Und warum heißt das Diagonale? Naja, wir nehmen nur in dieser Entwicklung hier, nehmen wir nur jene Monome her, wo I gleich J ist. Also die Summe I größer gleich 0, C, I, I, X hoch I.
Y lassen wir weg. Ja, y. Das ist dann eine Potenzreihe in x. Und der Satz ist, den wir nicht beweisen, ja, wenn wir das klein h nennen, h gleich die Diagonale, ist wieder algebraisch. Das ist nicht so leicht zu beweisen. Hat er mehrere Beweise in verschiedenen Situationen, Charakteristik 0, Charakteristik p, endliche Körper, nicht endliche Körper. Ganz berühmtes Resultat und hat wieder in der komplexen Analysis viele Entsprechungen, das hat mit Residuen zu tun und so weiter. Okay. Das wäre auch ein Beispiel algebraisch. Wenn man aber jetzt etwas in drei Variablen nimmt und entsprechend die Diagonale, dann stimmt das nicht mehr. Bemerkung. Falsch für drei Variablen. Also wenn das Groß H von x, y, z abhängt und man nimmt dann wieder diese Diagonale c, i, 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 dreimal dann i, 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 dann muss das nicht mehr stimmen. Da passieren also sehr viele Merkwürdigkeiten, die auch heutzutage noch sehr intensiv beforscht werden. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde Zeit und ihr erinnert euch an das Eisensteinsche Irreduzibilitätskriterium für Polynome. Und jetzt möchte ich noch einen Satz erwähnen von Eisenstein über algebraische Potenzreihen, der A sehr berühmt ist, B von Eisenstein gar nicht bewiesen wurde. Und der aber sehr schön algebraische Methoden veranschaulicht. Also, Satz von Eisenstein. Das war 1852. Er hat das formuliert, als ob das mehr oder weniger klar wäre. Hat es aber nicht mehr beweisen können, weil er im gleichen Jahr leider verstorben ist. Ein Jahr später hat es dann Heine bewiesen. Vom Satz von Heine Borel. Der Beweis war aber falsch. Und erst 30 Jahre später hat es dann Heine vollständig bewiesen. Und ich werde euch einen Beweis liefern, der eben sehr schön die algebraische Argumentationsmethode vorführt. Der Satz von Eisenstein sagt das Folgende. Wir nehmen jetzt, ich mache es in einer Variable. Sei h von x in, wir nehmen jetzt Koeffizienten in x, eine algebraische Potenzreihe in einer Variablen mit rationalen Koeffizienten. Okay. Die Formulierung vom Satz ist ganz einfach. Dann existiert ein L in N ungleich 0 mit, ja, wenn wir die Variable x mit L multiplizieren, Lx ist schon ganzzahlig. Alle Koeffizienten ganzzahlig. Hier könnte man entweder das nehmen oder, wenn ihr wollt, könnt ihr das auch so schreiben.
Was bedeutet das? Dass wir, naja, wenn das h von x gleich Summe ck x hoch k ist, ck in q, k gleich 0 bis unendlich, die ck sind rationale Zahlen, also ak durch bk, ak bk in z. Und was macht das h von l von x? Ja, das h von l von x liefert uns ein l hoch k. Dann haben wir also k gleich 0 bis unendlich, ck l hoch k x hoch k. Und die Behauptung ist also dann, dass ak b hoch k mal l hoch k in z ist für alle k. Das ist die Behauptung von Eisenstein. Naja, aber jetzt hat das L ist eine natürliche Zahl und hat nur endlich viele Primfaktoren, klarerweise. Also können die Nenner dieser CKs auch nur endlich viele Primfaktoren haben. Folgerung: Die Nenner der Koeffizienten CK haben nur endlich viele Primfaktoren. Das ist also jetzt ein Satz der Zahlentheorie eigentlich. Ja? Und ich möchte euch das illustrieren. Beispiel. Um zu sehen, dass das schon interessant ist, nehmen wir 1 plus x. Schreibt nochmal hin, jetzt haben wir mehr Platz. K gleich 0 bis unendlich. 1/2 über k x hoch k. Ja, diese Binomialkoeffizienten, das ist ck gleich 1/2 über k. Ja, wie schaut das? Das ist 1/2 mal 1/2 minus 1 mal 1/2 minus k plus 1. Unten haben wir k faktorielle, also haben wir 1 mal 2 mal 3 bis k. Und man sieht schon, hier unten tauchen natürlich beliebig viele Primzahlen auf, ja, wie das k wächst. Aber es könnte sein, dass sich die Primfaktoren, die wir unten haben, oben kürzen. Jetzt kann man mal versuchen, das direkt zu zeigen. Also, bitte nach Multiplikation mit dem L hoch k, Behauptung, wenn wir x mit 4 multiplizieren, also 1 plus 4x ist in zx. Das heißt, dieser Bruch multipliziert mit 4 hoch k ist ganzzahlig. Und das bedeutet aber, dass wenn wir diesen Bruch hier gekürzt haben, dann sind im Nenner nur noch Potenzen von 2. Ja. Ck mal 4 hoch k in z. Das könnt ihr mal versuchen, direkt zu beweisen. Ja. Ck mal 4 hoch k ist ganzzahlig. Werdet euch ein bisschen anstrengen müssen. Es geht schon, aber man sieht schon, das ist mühsam, weil man da natürlich die Primfaktoren richtig zuordnen muss. Okay? Und der Satz von Eisenstein sagt, das stimmt immer. Gut, jetzt werden wir das auch beweisen. Heute wird sich das nicht mehr ausgehen. Der Beweis ist sehr elegant. Den habe ich, also der existiert ähnlich existierende Literatur. Aber ich habe das hauptsächlich, ich habe mal über algebraische Potenzreihen ein bisschen gearbeitet und da hat sich das recht elegant ergeben. Und nachdem wir jetzt nicht mehr viel Zeit haben, werde ich das mal nur andeuten.
und nächste Woche beweisen. Beweisidee. Und das ist jetzt ein bisschen überraschend. Verwende den Satz über inverse Funktionen. Verwende den formalen Satz über inverse Funktionen. Für polynomiale Abbildungen. Ja, ich glaube, ich will einen Satz über implizite Funktionen nehmen. Implizite Funktionen nehmen wir. Für polynomiale Abbildungen, ich nenne jetzt mal f, von ja, die geht von z hoch n plus m nach z hoch m. Ja, wir sind also ganzzahlig. Das f ist ein Vektor in xy. Jetzt haben wir n x-Variablen und m y-Variablen hoch m. Und wir nehmen an, dass die Bedingung an die Jacobi-Matrix dyf an der Stelle 0, dass das schon die Einheitsmatrix ist. 1m. Das vereinfacht ein bisschen die Sache. Das ist eine strengere Voraussetzung, aber wenn man es in dem Fall kann man das natürlich, wenn wir das haben, kann man den Satz über implizite Funktionen anwenden. Ja, dann, naja, wir haben ja nur den Satz über inverse Funktionen bewiesen und dort haben wir den Newton-Algorithmus angeworfen. Der geht analog auch für den Satz über implizite Funktionen, weil ja die beiden Sätze äquivalent sind. Ja. Die Aussage ist, dann ist die eindeutige Lösung g von x in a priori ist die in q x hoch m bereits in z x hoch m. Und das ist aber ganz einfach zu sehen. Betrachte den Algorithmus im Beweis vom Satz über inverse Funktionen. Ich erinnere noch einmal, da haben wir g0 war x, also f von x ist x plus h von x. Jetzt, nachdem alles ganzzahlig ist, ist das h ganzzahlig. Ja? H ist in z x hoch n. Ich bin jetzt wieder im Satz über inverse Funktionen. Okay? Das g0 von x war x, g1 von x war x minus h von x, das ist ganzzahlige Koeffizienten, weil das h ganzzahlige Koeffizienten hat. Und das gk plus 1 von x war x minus h gk von x. Und das ist wieder ganzzahlig, in dem Fall sogar noch polynomial, hoch n bei Induktion. Okay. Wir werden also versuchen, hier diese algebraische Potenzreihe als Lösung eines Problems über implizite oder inverse Funktionen zu sehen. Das machen wir nächste Woche.
Und das mischt jetzt dann schon verschiedene Ingredienzien aus der Algebra. Ja. Das ist das eine. Das andere Programm ist dann, da haben wir noch die letzte, also nächste Woche die zweite Hälfte und übernächste Woche, da machen wir Differentialgleichungen. Und zwar möchte ich etwas über Differentialgleichungen beweisen, über gewöhnliche Differentialgleichungen, lineare, wieder mit rein algebraischen Methoden. Dort werden wir dann die sogenannte differenzielle Galois-Theorie verwenden und auch wieder den Begriff des Zerfällungskörpers. Okay. Noch etwas anderes, falls ihr eine Fragestunde oder Wiederholungsstunde wollt, die würde ich lieber außerhalb der Vorlesung machen, weil wir sonst mit dem Stoff, den ich mir vorgenommen habe, nicht durchkomme. Meldet euch, dann können wir einen eigenen Termin ausmachen. Okay. Gut, das wäre alles betreffs Vorlesung für heute. Danke fürs Zuhören und die Aufmerksamkeit. Und die, die in meinen Proseminargruppen sind, wir treffen uns gleich dazu. Bis zum nächsten Mal.